Das Paddel? Ja. Okay. Sag einfach Bescheid, dann werde ich. Ja, das wird dann aber auch bei mir das letzte Paddel sein, weil no, holzmäßig und so. Ich habe nicht mal mehr eine Axt. Denn die braucht auch Holz. Ja, ich kann hier wieder einen abholzen. Ja, wie gesagt, auf dem Meer kriegen wir ja gleich mehr als genug Holz eigentlich. Und dafür müssen wir jetzt erstmal losfahren. Ja, ja, ich bin schon auf dem Weg. Ihr könnt das Ding in den Anker schon mal hoch machen. Eigentlich, wie viel Holz brauchen wir denn für? Wieso tust du, egal. Für was? Ein Paddel. Genau 4. Vor dir. Danke. Gut. Dann kannst Anker wegmachen. Nein. Oder Nico macht schon. Sagt mir jemand, wenn wir an der Insel vorbei sind? Jo. Passt. So, hat sogar noch gereicht. Ja, gut. Ich bin der Meister der 7 Weltmeere. Ist das so, ja, ne? Ja, irgendwie so. Jedenfalls 7 Weltmeere, schon mal richtig. Hat jemand 2 Holz? Nee, ich habe gerade alles vergeben von mir. Darko kann auch bestimmt mal eine Steinaxt herstellen, der hat bestimmt noch mehr Holz. ich habe eine Steinaxt. So, also hier oben ist jetzt und so noch Piepmatz Nest. Nest. Meine Güte, Alter! Aber ohne Vogel drin, da saß vorher schon mal einer drin. Ja, das weiß ich nicht, ob da einer drin saß. Aber ihr könnt da oben jetzt noch 2 weitere oder 3, 4, 5 Nester platzieren. Muscheln haben wir ja mehr als genug. So, wir steuern schon wieder punktgenau auf das selbe oder das nächste Objekt zu, also bitte nicht paddeln. In irgendeine Richtung. Wäre recht nett. Auf welches nächste Objekt? Meinst du, was hier oben ist? Das rechte, ja. Das rechte? Dazu paddeln wir doch nicht, wir paddeln auf das unten, dieses blaue Ding. Ist dir bewusst, wie diese Anzeige aussieht? Ja, rechts ist da, links ist da, unten ist da und oben ist da. Ja, aber das Teil ist verdreht. Das bedeutet, du musst anders schauen. Ist auch scheißegal, kannst eh nicht navigieren. Ach so, ja. Hä, aber bei dem rechten waren wir doch eben gerade. Mach mal an, hier so. Wir sind bei dem 300 entfernt gewesen. Ja. Ja. Und wenn wir jetzt genau, da das sind, ist hinter uns und wir müssen ja von so gucken. Also so wie ich gerade gucken muss. Na ja, eben da nicht. Das Ding hat Ike umgestellt. Das ist komplett tode Mode verdreht jetzt. Kurz gesagt, wir fahren einfach nur, glaub mir, einfach nur auf das hier, den Punkt dazu. Den grünen, ganz rechts außen. So. Okay. Ist einfach so. Immer muss dieser Ike was kaputt machen. Boah, das war eine Kampfansage. Ich bau das Boot nicht mehr hübsch. Apropos Kampfansage, Ike hat sowieso noch eine Ansage. Nee, das mache ich nicht in der Aufnahme, Darko. Wie lange geht die bitte schon? 4 Minuten. Oh ja, ich kann mir schon vorstellen, was. Du hast ernsthaft gerade erst eine gestartet. Ja. Ah. Der geht schon 21 Minuten.
Nee, ich weiß aber glaube ich, was für eine Ansage er meint. Ist nichts Schlimmes. Also, geht's an mich? Wie gesagt, hm? Ja. Okay, gut, ja, dann weiß ich schon. Alter, ich bin full. Ist das schlimm, dass du voll bist? Ach du Scheiße. Wenn es um das Zeug hier hinten geht, ja, weil ich oben jetzt gleich fertig werden will. Also voll in welcher Hinsicht? Voll halt. Ey, ich hab Steine. Ich hab nicht Fässer an Land geholt. Ach, das bist du? Nee. Ich tu ab und zu vorne Zeug ranholen, ne? Du bist so ein Dreckiger. Ab und zu, wo ihr euch hier unterhalten habt. Nein, er meint nicht dich. Neben dir ist gerade Nico. Nicht Nico. Ich weiß, deswegen habe ich ja. Dass du Dreckiger ging nicht an dich. Lass das! Du bist so ein. Ja gut, ich lass das, aber. So geht's mir so irgendwie immer. Ja. Ah, geil. Ich hab Nico halt echt gerade jedes Fass unter dem Arm weggekniffen. Ist euch eigentlich mal aufgefallen, dass das hier eigentlich überhaupt nicht funktionieren dürfte? Was? Weil ich mein, das hier, weil hier kommt ja überhaupt gar keine Sonne ran. Ja. In der Nein, Theorie dürfte das nicht funktionieren. Jetzt habe ich ausgesehen, das Salzwasser gesoffen. Passiert. Klaust du mir schon wieder meine Fässer? Ja, weil du ja nicht mehr dastehst. Oh, Ike mit seiner Stirnlampe die ganze Zeit. Mach die doch ab. Nee, ich brauchte Platz im Inventar. Was habt ihr denn heute so gegessen? Ike? Real Life? Jetzt. Ja, Mann, beweg dich mal nicht. Da oben sitzt jetzt eine Möwe. Ich meine nämlich, wenn ich unten jetzt hier hingehe. Ich gehe eh gleich hoch, weil ich dort oben bauen muss. Ey, wer hat mir jetzt hier mein Zeug weggelootet? Ja, Ike, wenn ich da unten rangehe, an das Gerät unten, fliegt die Möwe oben weg. Wie ich dachte. Ja, ist ja nicht schlimm. Doch, weil wir Eier wollen. Hat jemand eine Axt für mich? Ja. Gib mal bitte ganz kurz, kriegst du gleich wieder. So, das kommt so rein. Was ist jetzt hinten und was ist vorne? Oh Nico, ey. Hinten ist da, wo die Netze sind. Okay. Oh yes, Loot. Das Netz nochmal entfernen. Kann jemand mal, oder Nico, mach du das mal bitte, dein Tisch hier unten, ne? Ja. Bauen wir das alles hier nochmal ein bisschen anders. Den nochmal ganz kurz abbauen. Jo, kann ich machen. Ach, jetzt brauche ich erst wieder so eine Stelze. Jetzt brauche ich Nägel. Ich sag's nur ungern, aber das mit dem Vogelnest müsste. Ich bin dran. Ich bin dran. Aber ich brauche jetzt auch halt wieder Holz, bin ich ganz ehrlich. Holz kann ich dir über 20 Stück gerne geben. Immer her damit. Jo, Moment, schon gerade das Fass. Fass. So. Wie viel brauchst denn du? So viel wie es geht, weil ich muss ja hier oben weiterbauen. Ja, hab's unten hingedroppt. Oh. Ach du. So und so. Machen wir erst mal. Kommt dir jetzt noch eine Etage drüber?
Immer mit der Ruhe. Mike? Immer mit der Ruhe, Darko. Ich darf doch wohl fragen, weil das wird dann wieder ein Monsterprojekt. Nein. Okay, wir können uns schon mal damit. Oh. Wir können schon mal damit einrechnen, dass wir wieder 100 Holz brauchen. Nein. Ich sag's nur ungern, Ike, aber ich brauch das Gerät. Nein. Quatsch. Ich mach das halt jetzt ernsthaft. Nein, ich brauch Holz. Dann stell das Gerät hin, dann finden wir die Insel, die eigentlich ziemlich nah war. Und jetzt finden wir sie nie. Ja, wir müssen auf Flucht geradeaus. Nico, du kannst. Nicht. Du kannst das Gerät erst einmal hier vorne hinstellen. Wo ist hier vorne? Hier. Da wo Ike steht. Da wo der Scheinwerfer steht. Ah, okay, da weiß ich ja Bescheid. Ike, die Glühbirne. Nein, nein. Ist halt so schlecht. Ja, hör auf zu verrecken. Frank leiser. So, eins. Zwei. Drei. Kann man die übereinander? Ich frag einfach gar nicht erst. Ja gut, wir fahren jetzt zu einer anderen Insel oder was das ist. Ja, die tut's bestimmt auch. Ja, es hat sich halt wieder gedreht. Ich weiß nicht, welche damit welche gemeint ist. Aber egal, wir fahren auf jeden Fall. Machst du wieder aus, Nico? Kannst du gerade aus? Ich hab Durst. Ja, warte, ich laufe hoch. Also, Ingame ist so wie, in Real Life. Werde ich hier nicht nachgefüllt. Übrigens, ich denke übrigens immer. Ich geh zumindest. Links von uns ist Raft. Raft, yo. Ja, ich komm mit Paddel. Ah, Batsch. Dolle. Nee, wir fahren eh in die Richtung dahin. Ike, reicht schon. Ich wollte nur früh genug Bescheid sagen. Da. Ich brauch schon wieder Holz. Schau hinten in die Sammelnetze. Oder hast du schon? Da bin ich ja regelmäßig an Einsammeln, aber das bringt nicht viel. Weil da nicht wirklich viel bei rumkommt. Okay. Oder weil ein böser Nico immer alles einsammelt. Da siehst du, da hast du es. Guck unten. dorthin. No, no risk, no fun. Nee. Warte doch, Nico, wir fahren genau darauf zu. Ich wollte gerade schon sagen, nicht no risk, no fun. Salzwasser, okay, weg damit. Schade, was war drinne? Ich bin erst auf dem Rückweg. Gemüse, Rezept Gemüsesuppe, Stein und Holz. Oh. Okay. Also, nix. Ja, das Gute ist mindestens. 550 Meter noch. Ja, den kriegst du. Jetzt fahr ich schon von der Treppe hier runter, ernsthaft. Wenn man hier hochkommt, denkt man, bin ich im Urwald gelandet? Denkt man sich das nicht eigentlich überall? Nee, sonst sieht man ja überall blau. Und wenn man hochkommt, sehe ich nur grün. Besser grün als blau.
Ich brauch. Man mag es kaum glauben, ich brauch Seil. Hier sind, glaube ich, sogar noch 20. Ja, hier sind noch 20 im Lagerkiste. Wow, ich habe gerade welche hergestellt. Dann sei halt nicht immer so flink. Nein, aber fürs nächste Mal. Ich glaube, die hast du sogar irgendwann mal reingetan. Nein! Was denn? Nix. Oh. Frank hat sich wieder verbaut. Nee. Ich hab das Falsche kaputt gehauen. Oh Gott. Jetzt brauche ich halt. Oh, ich brauche eine Axt. Das heißt, ich brauche wieder Holz und. Boah, Darko Holz, her damit, zack. Ja, ich hab hier. Also, ich hab ja alle gerade abgeholzt. Hier. Kann ja sein, dass wir kein Metall mehr haben. Nee, der Dark God hat alles verbraten. Oh, stimmt, dieser Dark God. Ja, klar. Achso, ich wollte eine Axt herstellen. Da. Wir haben Biokraftstoff? What? Ja, von der Dings. Von der Yacht. Hm. Ich vermisse irgendwie so ganz normale kleine Inseln irgendwie. Ja, so. Ja, Darko, wir haben alle gelootet. Das Spiel hat keine mehr für uns, spawnt keine mehr. So, das müsste jetzt normalerweise ausreichen. Ja, da ist ein Vogel. Oben werden Eier produziert. Darko, okay, und geh mal drauf. Ich geh mal unten. Nee, geh du mal drauf gucken, ich geh hier unten ran. Ja. Bleibt da? Yep. Sehr schön. Hab ich was Gutes gemacht. Und es sieht irgendwie geil aus. Hat jemand je gesagt, dass du was Schlechtes machst? Ja, du grad eben. Hä? Am besten finde ich sowieso, Ike hat so viele Palmblätter verbraucht, dass man jetzt wieder was in die Kisten tun kann. Willst du mal lachen? Ich habe noch 58 Stück im Inventar. Hätte ich jetzt nicht wissen wollen. Zu spät. So, das heißt, das Boot ist soweit sie. Jetzt müssen wir noch einen Platz für die Essensfelder hier oben am besten finden. Wollen wir da deine Kochstation nicht auch hier oben reinbauen? Können wir gerne. Obwohl, nee, weil die Kisten sind ja auch unten. Da bauen wir oben neue Kisten hin. So, ich ärgere. Was ist da mit dem Grill? Ich ärgere jetzt Nico. Der kommt nee, oben da hoch. Du ärgerst mich nicht. Doch. Ey, das sieht sogar richtig nice aus so. Hat Darko hier unten mehr als genug Platz. Da drinnen mehr als genug Platz. Ha, ach ja. Da kannst du ja eigentlich mal überlegen, wir bräuchten ein Feld, ein großes Feld für Wasser, für die Melonen. Es sind zwei Antennen zu nah an der anderen und einer an der falschen Höhe. Hä? Ach, weil Ike die umgesetzt hat. Die müssen alle anscheinend auf derselben Höhe sein. Ja. Ja, weil ich die ungern da unten drin haben wollte. Ja, das ist zu weit hinten. Das ist zu weit hinten. Das muss aber so, die brauchen so einen großen Abstand zueinander. Weil Darko seine Küche da rein soll. Aber Darko wollte die Küche unten haben. Ne, wenn er wie gesagt die Kisten da oben hinstellt, wäre es mir ja egal. Ja, Kisten ist kein Problem, also. Gib mir zwei Scharniere und du hast da oben zwei große Lagerkisten. Kann es sein, dass Darko gerade Pause-Menü ist oder so?
dürfte eigentlich nicht sein. Was? Warum? Also, nee, weil hier das Wasser so drüber kommt. Und das meistens ist, wenn man im Pausenmenü ist und ins Host, dass das Boot dann untergeht. Nee, war ich nicht. Warum geht das hier gerade ab, ey? Nein, wir fahren, Seegang gerade. Wir fahren in die falsche Richtung. Wir fahren Ja, Nico, brauchst du nicht probieren. Gegen den Strom, den sie ist gelaufen. Nico, lass es einfach. Brauchst du nicht. Redet Ike einfach gerade nicht? Ich rede gerade nicht, nee. Oder? Weil ich da oben konzentriert baue. Ike will irgendwie Antennen wegkriegen. Ich baue gerade da oben deine Küchenkacke. Ach so. Die Antenne muss weg, das geht nie anders. Warte, ich probiere mal gerade kurz. Ist hier gerade irgendwas drinne, Darko? In deinem Kochtopf? Ja, wenn die so köchelt, ist was drin, habe ich gerade gestartet erst. Baust dann einfach mal ab und bringst hier hoch. Mach ich dann. Also so, das würde so noch funktionieren. Aber weiter nach vorne. Nein. Wir fahren an der Bootlinse vorbei. Ich sag nur so, dieses Kreuz ist keine Insel, Nico. Nicht? Nur grüne Punkte sind Inseln. Was denn das Kreuz? So eine Bohrinsel wahrscheinlich wieder. Sowas in der Art. Ja, aber da war doch voll. Oder, und bei der Yacht hatten wir auch sowas. Na gut, dann verbessere ich meine Theorie, dann sind Story-Akte dort. Ja. Weil sowohl auf der Bohrinsel als auch bei der Yacht war ja Story. 2,5 okay. Bei T, ne? Da war doch. Das ist die bei Bohrinsel. Nee. Warte mal. Oder? Was haben wir denn hier? Hat jemand ein Holz für mich? Ich bring dir gleich eins mit. Das ist der Radio Tower. Wir haben ach, ich fäll hier oben gerade. Wir haben den Radio Tower die ganze Zeit da drin, ne? 6 hier, Ike. Warte, ich hab schon. Scheiße. Ja, ich meine hier, Ike. Und pflanz bitte wieder an. Ja, warte mal, ich muss jetzt gerade selber erstmal gucken, was. Ich hab gar keine Samen bekommen. Also, darum soll ich das abbauen? Nein. Oh ja, jetzt. Ich hab permanent Durst. Dann Söffel halt was. Ja, ich trinke ja schon. Ja, hallo, du trägst viel. Ja, abstechen, Nico. Ja. Ich nur gegenlaufen. Oh mein Gott. Alter, ist das Spiel klug. Wenn man zu weit darf, nee, doch nicht. Ich bin dumm. Okay, gut. Ignoriert, was ich gesagt habe. 6, 0, 5. Ah ne, warte. 6. 0. 7. 5. Will ich wissen, was du gerade machst? Ah, scheiße. Wir sind aber trotzdem 1900 Meter davon entfernt. Ja, gut, okay. Dann müssen wir da irgendwann anders hin. Aber ich glaube, dafür sind beispielsweise auch diese Segel da, dass man auch beim hohen Wellengang einfacher in die Richtung wechseln kann. Darko, du kannst oben deine Kisten einsortieren. Ich sag nur so, was? Damit wir dauerhaft die Richtung ändern können, Nico, bräuchten wir einen Motor, weil ein Segel ändert ja nichts gegen die Strömung zu fahren. Was soll ich machen? Warte mal kurz, Nico, oben deine Essenskisten und Samenkisten und alles einsortieren. Da musst du ein bisschen helfen.
Ich habe keinen Platz im Inventar. Ich habe 4 Slots frei. Was hast du da die ganze Zeit immer? Ja, ich habe auch nur 4. Ich habe 4 Slots mit Plaste voll, 4 Slots mit Blättern, Nägel, Schrott, Seil, hier Flossen und Sauerstoffflasche. Zieh die doch an, dann hast du ja Platz. Nee, das hört sich so kack an beim Laufen. Also, so ein Motor, ne? Ist ein bisschen teuer. Und ich gehe mal davon aus, dass wir ein Motor nicht reichen würde bei der Menge an Boot. Ach klar, ich sag Motor das. Ich habe ja auch nie gesagt, dass es nicht teuer ist. Nein, das hast du nicht. Insel! Genau vor uns, Insel. Oh, endlich eine normale! Wo sollen die Samen rein? Ich hau dir mal hier. Noch keine Kiste. Ich hau dir mal hier in die letzte Kiste einfach rein. Wo sollen eigentlich die. Boah, ey. Ja, die Antenne nervt. Die Antenne nervt dort. Die steht total im Weg. Nico, such dir einen anderen Platz dafür. Das ist deine Tagesaufgabe. Links ist auch noch eine. Also geradeaus und links ist eine. Ja, Nico, wir sind gerade hier oben mit Kisten einsortieren beschäftigt. Ja, ich wollte es ja nur gesagt haben. Hast du gar noch eine Rezeptkiste da oben? Die links kriegen wir nicht, wir nehmen die vor uns. Jo. Da ist mein Inventar vollgemüllt, ey. So, am besten guckst du dann selber rein, wo was drin ist in den Kisten, Darko. Mhm. Ich hab zwar jetzt Dings alles da oben drinne. Was ist denn das hier alles? Müll. Die Federnkiste können wir einfach unten stehen lassen, die brauche ich hier oben nicht. Ja. Du brauchst aber keine Minikisten mit hochnehmen, das weißt du. Hab ich jetzt. Für was? Du hast dort oben 4 große Kisten. Ach du Scheiße, nein! Was? Beim Aufheben der Dings sind alle Kochrezepte weg. Hier hinten, hier vorne in der. Sind 2, ja toll. Hast du die. Oh, naja, dann müssen wir neue suchen. So. Dann lass mich hier durch. Nico, die Antenne hier in der Mitte, die muss irgendwo anders hin. Ja, dann. Wo denn? Auf jeden Fall dort weg. Leute, wir fahren gerade an der Insel erstmal vorbei. Erstmal auf die Insel bitte. 6. Ich hab kein Paddel. Muss die wirklich 6? Hi. Ja, Darko! Hau doch einfach den Anker raus! Warum sollte ich, wenn wir mal einfach nur mal zuhören wollen? Hau den Anker raus! Wir sowieso nicht so nah an der Insel wegen den Ärzten. Muss die wirklich 6 so eine Dinger weg sein, die Antenne? Also, das Problem ist, ich muss halt zu allem einen Abstand haben. Naja, was ist denn, wenn man die hier vorne auf die hier so die Höhe bauen? Ist eine andere Höhe. Nein, da so meine ich das ja nicht. Ich baue hier Pfosten hin, oben eine Platte drauf und dort die Antenne dann drauf, dass die schon auf der gleichen Höhe ist. Das würde gehen, ja. Ich brauch Holz. Ja, warte, komm her. Läuft. Warte, hat irgendjemand den Anker wieder gelichtet? Wir fahren wieder weg. Der Anker ist gar nicht draußen gewesen. Nein, ich hab den Anker rausgemacht. Nee, ich hab ihn rausgemacht, Nico. Nein, ich. Da hast du ihn höchstwahrscheinlich reingemacht wieder. Nee, du hast ihn dann reingemacht. Nein, ich hatte die Animation zu runter machen. Ich auch. Ich war's nicht. Und das Holz willst du nicht anhören, oder? Ja, ich bin zu voll gerade. Ich auch. Ich hab tausende von Palmenblättern. Die kannst du wegschmeißen, die Palmenblätter.
Verbrat mal bitte die Palmblätter wieder. Nee, ich mache daraus ganz, ganz viele Seile. Oder das. So, 47 Seile gemacht. So. Hier. Und ich gehe, ich stelle mein Inventar eben. Und dann gehe ich zur Insel hin. Ja, ich baue die Antenne jetzt da vorne auf, dann ist hier hinten ein bisschen mehr Platz. Brauchen wir noch Plastik oder eher nicht? Nö, das sammeln wir ja so ein. Okay, dann. Na, der Tisch steht auch nicht ganz mittig, das gefällt mir auch nicht so. Ab zur Insel und noch viel weiter. Okay. Gottchen, Marottchen, wie mache ich denn das jetzt? Also immer gerne jetzt, falls jemand findet, Rezepte wieder mitbringen. Ich habe die alle leider vernichtet. Ja, ich kümmere mich jetzt erstmal ganz kurz hier um eine Kistenordnung. Dako, könntest du vielleicht angeln? Ich habe keine mehr. Kannst du dir eine bauen? Ich bin voll, ich habe einen Volltime-Job gerade mit den Pflanzen, ich kann nicht. Okay. Ich habe ja auch noch jetzt 3 Beete, ist mein Ziel dazu zu bekommen. Und dann habe ich ja auch noch Möwen, die mich nerven. Dako, in der Erzkiste wäre deine Angel für dich. Sogar eine verbesserte. Ich hab sicherlich noch eine im Inventar. Ja, hab ich noch. Ich wollte es nur sagen, da ist zur Not noch eine drin. Das Problem ist, bei der Verbesserten kriege ich irgendwie nicht die Fische, die ich für den Köder brauche. Ach doch, du strengst dich schon an, du kriegst das hin. Außerdem, Ike hat es auch ohne Köder geschafft, oder wir beide. Ja, weil der Hai bei mir überhaupt nicht war. Das war das Positive daran. So. Errungenschaft freigeschalten, bla bla bla. Stein, 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 Stein. Plaster, Plaster, Plaster. Muschel, Muschel, Muschel. Plaste, 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 Plaste. Ach so, ich wollte doch noch sowas bauen für da oben. Da. Reicht sogar. Das, das und eine Muschel. Ich setz oben mal noch ein Vogelnest hin. Jo. Oh lol, man kann die sogar anhängen. Das hätte man mir vorher sagen können. Das wussten wir nicht. Wir auch nicht. Oder ich nicht. Wie anhängen? Die kannst du an der Außenwand zum Beispiel anbringen. Von so einer Wand. Hä? Wie soll denn das gehen? Machen die dann einen auf Spider-Man oder wie? Nein, dass du hast dann... Wie soll ich sagen, das sieht dann aus, als ob du da so ein Holzbrett dran hast, was durch 2 Fäden gehalten wird, wo das Nest drauf liegt. Hm. Halt einfach hängende Nester. Ich hab einen Fischeintopf bekommen. Also als Rezept. Durch eine Kiste. Immer mitbringen. Dako braucht Rezepte. Wie in Real Life. Ja. Mm-hmm.
Das Metallerz, was ich gleich einschmelze, ne? Bitte für mich lassen. Ich bräuchte es nämlich. Für? Ist immer so die schöne Frage. Für uns alle. Ja, jetzt sag halt schon, wofür. Werkzeuge und eventuell ein Motor. Oder Anfänge von dem Motor. Das ist Alex' Entscheidung, weil der braucht auch Werkzeuge. Deswegen habe ich ja gesagt. Ich brauche nur vorerst einen Speer und so einen neuen Angelhaken-Dingsbums. Angelhaken-Dingsbums. Ah, raus aus der Kiste, das ist meine Müllkiste. Da wird jetzt nichts rausgenommen. Sonst verliere ich den Überblick. Ich will was reintun. Nee, vergiss es. Da wird jetzt nichts reingemacht. Sonst verliere ich komplett die Übersicht gerade. Das erinnert mich an Simpsons. Inwiefern? Keine Ahnung. Nee, weil ich habe von Simpsons das Spiel gespielt, Simpsons Hit and Run auf der Gamecube damals. Und wenn man da eine Alt überfährt, sagt die meistens, ich verliere den Überblick meines Lebens oder sowas. Ist das nicht Standard bei jeder, bei jedem Film? Immer irgendeinen nee. So dummen Spruch rauszuhauen? Ja, doch. Aber daran habe ich das halt eben gerade erinnert. Alles mitnehmen. Oh, scheiß Hai. Aber der Hai war aber lange weg, du. Hat bestimmt an unser Boot genascht. Nö. Nö, kann er ja nicht. Ist komplett safe. Da knabbert nichts mehr rum. Ich soll nicht. Auch Mensch. Gut, okay, ich komme wieder aufs Floß. Der Hai knabbert so. Wieder mehr rum. Das kommt alles hier rein. Das Gröbste habe ich mitgenommen. Kupfer brauchen wir eh nicht mehr. Kupfer haben wir irgendwo. Nimm mit, ganz ehrlich. Irgendwann fehlt es uns wieder. Kupfer hat uns noch nie gefehlt. Weil wir es auch noch nie wirklich viel gebraucht haben. Der Elektrokram, für das man Kupfer braucht, der kommt ja jetzt erst. Wir haben 20, 40, 80, 20, 40, 60, 61 Kupfer. Wie gesagt, man kann nie genug haben. Achso, ja, warte, nicht Holz. Oh, ich brauch schon wieder Holz. Ernsthaft? Holz? Hast du Holz oder soll ich welches nehmen? Ich brauche noch welches für eine Kiste. Ja, läuft. Man muss ja mal gleich auch noch was geben. Ich drop dir mal eben kurz ein Rezept hier. Oh, das ist was Neues. Hä? Es gibt jetzt zwei von diesen Story-Dingern? Hä? Wie denn das? Wie? Mir wird nur einer angezeigt. Was meinst du mit zwei? Mir werden zwei angezeigt.